Die nächste Partie gegen Xadrez Uvigo. Die M mit 2036. Jo. Katalanisch oder Reti, mal gucken. Ja, Reti, da habe ich irgendwie immer Schwierigkeiten gegen. Naja, ich spiele mal ehrgeizig. Tu mal so, als hätte ich weiß. Wo man hier eine Menge Tempi weniger hat. Naja, gut, ich habe jetzt mit. Muss ja probieren, E5 durchzukriegen, also versuche ich F6, E5. Verliert also nochmal Zug. So, ja, da kann man nicht viel machen, da muss man rausnehmen. Ja, das ist immer eine interessante Idee in solchen Stellungen. Ich frage mich nur, ob es hier überhaupt geht, weil habe ja auch noch diesen Zug. Wo geht denn der Turm jetzt hin? H5. Nö, gibt die Qualität ab. Ich könnte noch A6 spielen auch, ne? Naja, gut, ist erstmal eine Qualle. Allerdings hat er dann wirklich einen sehr starken Läufer hier, ne? Also das ist jetzt noch nicht irgendwie ganz simpel. Und diese Bauern sind auch noch gefährlich. So. Ich versuche mal den und dann Dame E7 oder D6, um den B-Bauern hier zu hemmen. Ja, gut, er kann Turm A4 spielen oder so, ne? Ja, gut, aber. Oder so, ja. Das geht natürlich auch. Ja. So richtig angenehm ist es irgendwie immer noch nicht. Weiß eine Menge Spiel. Ja, und Läufer C5 war natürlich eine Zitrone, ne? Wirklich schlecht gespielt. Na, gehen wir mal direkt selber zurück. Tja, wie kriegt man denn jetzt hier mal ein bisschen Spiel? C5. Tja, muss ich dann zurück, ne? Ja, und wie entwickle ich hier den Damenflügel? Das ist wirklich eine gute Frage. Möchte aus dem Schach rausgehen, wenn ich mal E5 ziehe. So, tja, jetzt muss ich glaube ich auf dieses brillante Feld. So, jetzt E5. Und dann hoffentlich Läufer E6. So, wenn er jetzt Springer C4 spielt, droht er Springer B6, ne? Ja, aber was soll ich machen, ne? Da muss ich die Qualität ruhig, muss ich zurückgeben. Tja, greift einfach den an. Ja, spielt ja ganz gut, ne? Und man steht hier wie eine Wurst. Mann, oh Mann. Da habe ich mir das Leben aber echt selber schwer gemacht.
Keine Ahnung, ja, das ist wahrscheinlich einfach glatt verloren, die Stellung. Die Bauern da dürften durchlaufen. So, naja, B6 droht und Turm A7 droht. Turm A7 wollte ich jetzt Läufer D7 spielen. Ob es viel hilft, zweifle ich mal, aber. Ja, den habe ich gar nicht gesehen, ne? Gott, was für eine Katastrophenpartie. Time warning. Ja, gut, der hat einfach die Qualle eingestellt, aber letzten Endes, aber irgendwie hat er dafür irgendwie gute Kompensation gekriegt. Ja, und das ist jetzt wirklich ganz simpel gewonnen. Ja, man kann auch nicht viel machen. Die Bauern laufen eigentlich einfach durch. Gott, naja, egal.